Activision hat es schon wieder getan. Als ich gestern einen Tag nach dem Season 6 Update in Wondel reingegangen bin, habe ich auf einmal überall einen Skin gesehen, den ich vorher nicht kannte. Schnell im Shop nachgeschaut und ich habe sehr schlechte Neuigkeiten für alle Warzone 2 Spieler. Wir haben einen neuen Rose Skin. Und der ist schlimmer als alle anderen Rose Skins, die wir jemals vorher hatten. Der Gaia Skin aus dem Battle Pass ist nämlich durchsichtig und verschmilzt damit komplett mit seiner Umgebung. Und man kann ihn einfach überhaupt nicht sehen. Obwohl ich eigentlich kein Geld mehr für Warzone ausgeben wollte, habe ich mir den Battle Pass gekauft und habe den Skin auf Wondel getestet. Der ist nicht nur im Dunkeln nicht zu sehen, sondern auch, wenn man sich super schnell bewegt. Denn man kann seine Hitbox überhaupt nicht erkennen. Kommt dann noch Smokes und Explosionen dazu, ist wirklich komplett vorbei. Total unsichtbar. Ihr werdet es gleich in der Killcam sehen. Du kannst mit diesem Charakter so rum. Diesen sieht man nicht. Man sieht ihn nicht. Er blendet einfach. Hey, und diesen Skin, man sieht ihn wirklich gar nicht.